herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich glaube, heute wird ein recht lustiges Video, weil ihr habt dafür abgestimmt, dass ich erzählen soll, die Dinge, warum ich, also Gründe, warum ich nicht bei Germany's Next Topmodel mitmachen kann. Es sind insgesamt 12 Gründe, also ganz schön viele. Also für alle, ich schaue mir das immer sehr, sehr gerne an. Und natürlich habe ich auch schon öfters überlegt, so, ja, cool wäre es schon, da mitzumachen, aber es geht ja sowieso nicht, weil das und das und das und das und das. Aber ich glaube, es hat jeder, der sich das gerne anschaut, schon mal drüber nachgedacht, so, wie wäre das, wenn ich da mitmachen würde. Und ich habe mir gedacht, so, ich schreibe mir mal alle Gründe zusammen, warum ich eigentlich nicht geeignet dafür bin. Und ja, es sind wie gesagt 12 Punkte zusammengekommen und die möchte ich euch jetzt erzählen. Die ersten zwei Punkte sind körperlich. Also ich habe auf beiden Füßen ein Überbein. Also das ist so, also Hallux nennt man das auch. Weiß ich nicht, unter welchem Begriff ihr das vielleicht kennt. Das ist so, wenn das jetzt der Fuß ist, dann ist da so eine Beugung, so ein Muckel halt. Und wenn ich dann in High Heels laufen sollte, weil das sollte man ja können, das ist ja auch eine Voraussetzung, dann geht das schon mal deshalb gar nicht. Also ich passe dann gar nicht in die Schuhe hinein. Und weil ich sowieso kaputte Zehen habe, also momentan sind sie nicht mehr ganz so sehr kaputt, aber der eine Zeh wurde ja schon mal operiert, da wurde der Nagel ja schon mal rausgerissen, komplett. Und das ist aber gut nachgewachsen, aber auf dem anderen Fuß ist der große Zeh noch nicht ganz geheilt oder wieder normal. Das wird auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das sind schon einmal zwei Gründe, warum ich nicht einmal in High Heels laufen könnte. Generell, der dritte Punkt ist auch, also ich schließe jetzt da jetzt einfach mal an, High Heels gehen sowieso nicht. Ich habe sogar schon mal von einem Hausarzt gesagt bekommen, dass ich keine High Heels anziehen darf, eben wegen meinen Füßen. Ja, und das wird halt dann recht schwer werden bei Germany's Next Topmodel ohne High Heels. Was auch ein körperlicher Grund ist, sind meine Zähne. Ich weiß, dass ich nicht die schönsten Zähne habe, ist aber auch nicht grundlos so. Ich meine, ja, ich werde zum Zahnarzt gehen, bald hoffentlich, wenn ich meine Angst überwinde. Aber trotzdem, also bei den ganzen Baustellen, die ich in meinem Mund habe, glaube ich kaum, dass das so werden würde, dass ich modeln kann. Man muss ja schon sehr schöne Zähne haben, um damit zu machen. Und das habe ich definitiv nicht. Auch noch was so ein bisschen in die Richtung zählt, ist meine Brille. Ich meine, ich habe ja auch Kontaktlinsen, aber ich habe so viele Dioptrien bei irgendwelchen Shootings, wo man jetzt zum Beispiel keine Kontaktlinsen tragen könnte oder so. Zum Beispiel bei Unterwasser-Shooting. Ich würde nichts sehen. Da habe ich keine Chance, irgendwas zu erkennen. Geschweige denn überhaupt die Kamera zu erkennen, wo ich hinschauen müsste. Das wäre sicher richtig lustig zum Zuschauen, aber für mich persönlich wäre es nicht lustig. Ja, generell mein Körper, also ich habe ja generell Probleme mit meinem Körper und schäme mich ein bisschen für bestimmte Stellen und habe einfach keine gute Körperwahrnehmung von mir selber und ja, das. Ich habe nicht genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, ja, ich finde mich schön. Also, nee, nicht so wirklich. Und das sollte man ja doch haben, wenn man damit macht. Also man sollte sich schon auf irgendeine Art und Weise attraktiv fühlen oder finden. Und das lässt bei mir noch ziemlich zu wünschen übrig. Obwohl ich auf einem guten Weg bin, denke ich, ist es schon viel, viel besser als vor ein paar Jahren. Aber nee, geht noch nicht so wirklich. Dann, das braucht man ja, also Englischkenntnisse braucht man ja schon ziemlich viel und verstehen tue ich ja schon mal eher mehr, würde ich sagen, aber selber sprechen kann ich es halt so gut wie gar nicht und so schweres Englisch verstehe ich auch nicht so gut, vor allem wenn das einfach so geredet wird und so und dann denke ich mir so, verdammt, was hat die Person gerade gesagt oder was will sie von mir, dann kann ich das überhaupt nicht umsetzen. Also, ich meine, ich lerne Englisch, bin am Englisch lernen und verbessern, aber es ist viel zu schlecht dafür. Also es ist wirklich
Es ist wirklich nicht gut. Dann vier Ängste von mir haben dann auch noch Platz gefunden natürlich, die jemand nicht haben sollte, wenn man damit macht. Einmal das Schlimmste, das hat gar nichts mit Shootings zu tun, sondern mit dem Anreisen, und zwar habe ich Flugangst. Wie soll ich von A nach B kommen? Die fliegen die ganze Zeit herum. Und ich, das wäre keine gute Kombination, also ich habe echt Flugangst und deshalb, vielleicht würde ich es irgendwie schaffen, aber vielleicht mit Panikattacken oder so, nur keine Ahnung. Also dann drei Ängste, die auch bei Shootings wahrscheinlich schwierig werden könnten. Einmal meine Höhenangst. Die ist zwar bei manchen Höhen nicht ganz so schlimm wie bei anderen Höhen. Oder wo man steht, das kommt auch immer drauf an, aber ja, also Höhenangst habe ich. Dann Angst vor Gewässern, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Meer irgendwas machen müsste, das wäre auch sehr schwierig, oder in See, Teich, sowas. Das wäre nicht so gut. Und auch die Angst vor Tunnel oder Höhlen, also so ein Höhlenshooting oder so, das wäre auch ganz schrecklich für mich. Also könnte ich nicht machen, denke ich mal. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt, und zwar der Punkt, der als, wenn man wirklich ein Model werden möchte, ziemlich bescheuert wäre, wenn man das nicht weiß. Und zwar, ich kenne mich einfach in der Modelwelt nicht aus. Ich hab zwar Interesse, aber nicht so sehr Interesse, dass ich jetzt weiß, ah, das ist dieser Designer und das ist jener Designer. Wenn die dann reinkommen und die dann alle so, oh mein Gott, der ist da, dann denke ich mir so, wer ist das jetzt? Verdammt. Ich weiß wirklich so, ich kenne so ganz wenige, eben durch Germany's Next Topmodel, aber nee, also das ist einfach nicht mein Interessensgrad sozusagen. Also da fehlt definitiv viele Infos, um da überhaupt mich mal mal ein gutes Bild von dem Ganzen zu haben. Das waren jetzt auch schon alle 12 Punkte. Das ging schneller als erwartet, aber ich finde es recht amüsant, das mal so aufzuzählen, weil ich meine, ich könnte im Gegenzug auch mal ein Video machen, was dafür spricht, warum ich mitmachen könnte. Ich weiß nicht, ob mir da so viele Punkte einfallen werden, aber mal schauen. Wenn ihr das auch haben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, oder ich lasse es mal wieder abstimmen auf Instagram. Ja, ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Video interessiert und gefallen. Und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!